Es gibt Riesenstress um eine App, genauer gesagt um die Luca-App. C von Rapper Smudo unter anderem, die Wunderwaffe gegen Corona. Hi Smudo. Moin. Cooler Auftritt. Dankeschön. Einmal wechseln. Wunderbar. Und nach der Anreise erstmal einchecken natürlich. Mit der Luca. Yes. Tja, doch jetzt nur noch Zoff. Die App bekommt Hate ab und Smudo legt sich plötzlich mit allem und jedem im Internet an. Hier ein kleiner Auszug. Das ist kein diskussionswürdiges Niveau, sondern eine Propaganda-Linklist. Super Spruch, aber auch nur Allgemeinvorwurf. Kommt noch was Richtiges? Mein Gott, was Smudo so zum Twitter-Fighter werden lässt und warum jetzt viele Leute seine Luca-App scheiße finden, jetzt. Mit der Luca, yes! Himmel. Apps, die lustigen Deko-Bildchen für deinen Handybildschirm. Der Rapper Smudo kriegt mittlerweile für seine Luca-App jede Menge Kritik. Und das, obwohl alles so gut angefangen hat. Manche Politiker haben der App sogar blind vertraut, wie der Berliner Bürgermeister. Ich habe die jetzt bestellt. Ich will die jetzt implementieren und anbieten. Und ich habe die Verträge dafür unterschrieben. Und ohne, dass ich Smudo kennengelernt habe oder mich mit technischen Details auskenne. Ja, und genau deshalb war er auch Bürgermeister von Berlin. Für Smudo selbst ist die App quasi sein Baby. Er macht sogar persönlich dafür Werbung. Hi Smudo. Moin. Ja, Smudo fährt mit dem Auto in die Hotellobby. Und so sieht es übrigens aus, wenn er am Flughafen eincheckt. Wie, ich kann hier nicht mit Luca einchecken. Jetzt kocht das Luca-App-Thema plötzlich wieder hoch. Der Grund? Ein Tweet einer Autorin. Irgendwann werden unsere Kinder in Geschichtsbüchern lesen, dass man bei Corona nur deshalb auf eine komplett suboptimale App namens Luca gesetzt hat, weil ein Rapper, Ausrufezeichen, in Talkshows, zwei Ausrufezeichen, dazu geraten hat und zufällig war im Unternehmen beteiligt. Gott, ist das peinlich. Ja gut, da muss schon sehr wenig passieren in den nächsten Jahren, dass das dann 2060 klausurrelevant wird. Smudo durfte sich aber noch ganz andere Vorwürfe anhören. Zum Beispiel, dass er sich durch die Luca-App an der Pandemie bereichert haben soll. 21 Millionen für eine kaputte App kassieren und dann sowas verbreiten. Völlig weggetreten, der Typ. Diesen Tweet hat der Chaos Computer Club geteilt, also der CCC. Smudo schreibt zu dem Thema: Corona ausnutzen ist in der Tat peinlich. Wissen Sie eigentlich, wie viel Corona-Hilfen an den CCC geflossen sind? Ja, wissen wir es. Nun, das Problem, der CCC sagt, er hat keine Corona-Hilfen bekommen. Doch Smudo sagt, doch, doch, sehr wohl. Ja, was für ein Theater. So oder so. War das jetzt eine gute Idee von Smudo? Eher nicht. Guten Abend. Richtig, denn Hate im Internet, der Chaos Computer Club findet Luca richtig blöd. Aber auch viele andere. Da wollten wir von euch wissen, was haltet ihr denn davon? Wie findet ihr Luca? Und in der Voice of Community schreibt BR: Finde ich nicht gut. Luca hat mich früher immer in der Pause verprügelt. Aber hoffentlich nicht. Laser Luca. Wenn ihr nicht verprügelt werden wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Dann seid ihr bald tot. Der große Hype um die Luca-App aus dem Frühjahr hat sich längst gelegt. Das Image ist heute angeknackst. Nur, wie ist es so weit gekommen? Luca war doch mal die geilste App überhaupt. Schuld waren zum Beispiel angebliche Sicherheitslücken. Schon im Mai hat das Künstlerkollektiv Peng da was entdeckt. Ich bin drin. Wir haben das Ding gehackt. Das ist ja einfach. Schau mal. Jeder kann jeden x-beliebigen Menschen ganz einfach in jeden x-beliebigen Ort einloggen. Lass mal sehen. Wer bin ich eigentlich? Keine Ahnung. Aber im Originaltweet hast du die App falsch geschrieben. Du Hobbyhacker. Hier. Was ist denn Luki? Luki-App. Aber einchecken sollte einfach sein. Das hat Smudo ja auch immer gesagt. Ich checke das mit Luca. Piep, piep. Dann treffe ich mich mit der Freundin, mit der Oma. Privates Treffen. Piep. Dann gehen wir ins Taxi. Piep. Gehen ins Restaurant. Piep. Wer macht denn die ganze Zeit Piep? Zensiert er sich selber? Habe ich, weil ich bin ein großer Piep-Fan. Da, ja, noch vor der Zeit von Video gab es so Super 8 Piep. Ne? Und da habe ich mir die ganze Disney Collection, habe ich mir bei Piep Revue immer so geklaut. Ja, ich habe schon mal gepiept, aber das wollte ich dann auch piepen. Was ist das Beste, was du mit deinen Händen kannst? Wichsen. An der App hatten Expertinnen und Experten schon im April Zweifel. 77 IT-Sicherheitsforscher haben eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie die Luca-App kritisieren und sagen: Die mit dem Luca-System verbundenen Risiken erscheinen völlig unverhältnismäßig, da sie den erwarteten Nutzen deutlich überwiegen.
Und der Brief wurde nicht nur von 77 Autoren unterschrieben, sondern dann nochmal von knapp 500 anderen Experten. Und heute Abend sitzen sie alle bei Markus Lanz. Macht sich in der Öffentlichkeit jedenfalls nicht gut zum Brief. Lob für die App gibt es aber auch. Also, ein bisschen zaghaft formuliert von der Bremer Gesundheitssenatorin. Naja, der Nutzen ist durchaus vorhanden. Er ist nicht in der Maße, wie wir das vielleicht erhofft haben, aber es ist durchaus eine Größenordnung, die wichtige Lücken gefüllt hat, wenn auch nicht so umgreifend. Das sagen meine Eltern auch, wenn sie gefragt werden, was ihr Sohn macht. Da ist halt die Frage, was kann so eine App leisten? Vielleicht hat Smudo das Ding anfangs einfach zu sehr gehypt. Was uns da alles versprochen wurde. Man kann dann chirurgisch und einzeln diese Leute ansprechen, in Quarantäne oder zur Testung schicken und müsst nicht hier mit der Lockdown-Call durchs ganze Land. Das würde passieren, wenn wir alle Luca nutzen würden. Das ist jetzt wie viele Lockdowns her? Tja, es ist alles so tragisch. Die Idee war ja gut, ist sie im Prinzip immer noch. Aber Corona bezwingen kann die App dann halt doch nicht. Und was meint ihr? Hilft die App? War sie ihre Kohle wert? Oder hätte Smudo da lieber mal den Ball flach gehalten und sich im Internet ein bisschen zurückgenommen? Markus ist ja schon im Urlaub. Ach Gott, der beneidenswert, dann muss ich jetzt hier noch einmal. Es ist doch nicht so schwer. So, hallo? Warum? Moment. Warum geht das denn jetzt nicht? Aha. So. Willkommen hier und... Moment. So, schön, dass ihr hier seid. Hier ist ein Button, da sollte man drauf drücken, sonst seid ihr bald tot. Und hier oben gibt es ein wunderschönes weiteres Video von uns, das der Algorithmus genau für dich ganz persönlich ausgesucht hat. Also solltest du doch draufklicken, sonst ist der Algorithmus traurig. Und hier unten... Wieso schneit das denn überhaupt in alle Richtungen? Und hier unten, was ist da? Da in... Vom White auf der Info. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, wo sie nach Papagei, nach Paraguay fahren, oder? Genau. Ja, cool. Souverän, oder?